Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Neuzugänge, denn es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video, was ich von dieser Art gedreht habe. Und dann dachte ich mir, ja, machen wir doch mal ein bisschen Talk über die Bücher, die hier bei mir neu sind. Und wir fangen direkt an mit einem sehr aktuellen. Und zwar ist es die Biografie von Nero Klose. Die ist geschrieben von Ronald Ring. Ronald Ring kennt man, der hat schon das eine oder andere Fußballbuch geschrieben. Ich glaube, Roscos Talente damals war auch von Ronald Ring und hat einen Preis gewonnen im Bereich Bestes Fußballbuch oder irgendwie sowas. Und er schreibt sehr viele und ich glaube fast ausschließlich Sportbücher, die immer, zum Beispiel bei den Talenten war das so, dass sie einen realen Scout quasi porträtiert haben. Und das ist jetzt aber eine Biografie. Und zwar heißt sie natürlich Miro, weil ja, Miroslav Klose ist eigentlich nur als Miro bekannt. Der Mann, der für schon so viele Turniere für Deutschland angetreten ist. Und er habe ich geschenkt bekommen. An dieser Stelle vielen Dank auch nochmal da. Jemand einen guten Riecher, danke auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Und wir fangen an mit dem Klammtext. Aus der Bezirksliga zum Weltmeister. Einen wie ihn würde es nicht mehr geben, der bis 20 im Bezirksliga-Club seiner Heimatstadt spielte und dann Weltmeister wurde. Ronald Ring erzählt auf einzigartige, mitreißende Weise, wie Miroslav Klose wurde, was er ist. Das ist der Klammtext. Dann stellen noch ein, zwei Zitate drauf. Zum Beispiel von Toni Kroos, der hat gesagt, Miro ist ein ganz großer. Ja, ich denke, kann man so unterschreiben. Ich will euch jetzt nicht alle Zitate vorlesen. Auch Joachim Löw und Rudi Völler haben hier noch jeweils einen Satz oder zwei gesagt. Und genau, das nochmal das Cover. Cover finde ich cool. Finde ich schlicht gehalten in schwarz, aber mit grüner Miro-Schrift, sodass natürlich dann das auch ein bisschen heraussticht. Rücken auch ein bisschen grün gehalten. Das Ganze ist relativ frisch erschienen im Piper Verlag, was nicht auf dem Cover steht, aber am Anfang des Buches, direkt auf den ein, zwei Seiten, wo auch das Imprint ist, dass es 21 Schwarz-Weiß-Bilder noch drin hat, also beispielsweise Miro Klose mit Marc van Bommel. Ich weiß nicht, ob ich sie in die Kamera halten darf, aber ja, hier sind anscheinend auch noch ein paar Bildchen drin. Ansonsten ist es aber eine ganz normale, ich sag jetzt mal, Textbiografie und das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Wenn man Bildchen gucken will, dann kann man sich auch ein Bilderbuch kaufen. Ne? Von daher, ich bin gespannt. Also werde ich jetzt irgendwann angehen, ich weiß noch nicht genau wann. Vielleicht habe ich ja in der EM-Zeit, die jetzt bald anfängt, also ich nehme das Video Anfang Juni auf und Mitte Juni bis in den Juli hinein ist natürlich dann auch die EM dieses Jahr und vielleicht ist das ja so ein Punkt, wo man sagt, oh, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Bock auf Fußball und ja, auf geht's. Ich habe es tatsächlich aber auch noch, bevor ich es vergesse, noch ein paar weitere Fußballbücher umgelesen hier. Vielleicht mache ich sogar auch mal irgendwie so eine Art Fußball-Lesemonat oder so, muss ich mal gucken. Genau. Dann geht es weiter mit Die Anstalt von John Katzenbach. Und das habe ich letztens irgendwann, ich glaube das war auch aus einem Bücherschrank, habe ich das quasi gerettet sozusagen. Und ich hatte es auch im letzten Neuzugänge-Video schon im Stapel am Anfang, aber, also auf dem Thumbnail, aber ich habe es dann irgendwie, weil ich so viele Bücher hatte, habe ich es vergessen zu besprechen. Und das hole ich jetzt nach. John Katzenbach kennt man. Die Anstalt ist ein Psychothriller. Ich glaube, John Katzenbach schreibt überwiegend Thriller, Psychothriller. Und ich habe von John Katzenbach allerdings noch kein einziges Buch gelesen, sofern ich mich erinnern kann. Und dachte mir, ja, warum nicht? Wir fangen an mit dem Klapptext. Die Anstalt. Das Böse, das Grauen, die Klinik. Vor 20 Jahren als junger Mann ist Francis Petrell gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Mehrere Jahre hat er dort zugebracht, bis die Anstalt nach einer Mordserie
geschlossen wurde. Noch immer hört Francis Stimmen, nimmt Medikamente. Die Erinnerung an die traumatischen Geschehnisse von damals ängstigt ihn und er beginnt aufzuschreiben, was er erlebt hat, mit Bleistift auf den Wänden seiner Wohnung. Wer war der mysteriöse Engel des Todes, der damals ein Unwesen trieb? Gibt es ihn überhaupt? Oder existiert er nur in Francis Schreckensfantasien? Ja, klingt spannend, ist relativ dick, also einiges an, um nicht zu sagen, genau 748 Seiten. Also hat schon eher Fantasy-Buch Länge. Und klingt trotzdem sehr, sehr spannend. Auch das Cover mit so einer bösen Hand des Grauens. Bin ich gespannt, weiß ich noch nicht genau, wann ich das lesen werde. Aber ich habe sie auf jeden Fall in meinem Regal ungelesener Bücher Start. Dann kommen wir zu einem Buch von Andreas Winkelmann, und zwar Der Fahrer. Das war auch ein Thriller. Und sogar ein Spiegelbestseller, wobei man danach nicht immer gehen sollte. Hat viel mit Marketing und nicht immer mit gutem Schreibstil oder mit einem guten Buch was zu tun. Aber ich fange an mit dem Klappentext. Du hattest einen höllischen Tag und einen Gin Tonic zu viel. Das Auto kannst du nicht mehr nehmen. Zum Glück gibt es MyDriver, den neuen Fahrdienst in der Stadt. Per App bestellst du dir einen Wagen, checkst rasch noch dein Insta, stellst ein neues Selfie online und dann ist dein Fahrer auch schon da. Die Tür öffnet sich, du steigst ein und deine Fahrt in den Tod beginnt. Klingt rasant. Der Fahrer auch auf dem Cover, so ein Autospiegel, so ein bisschen Blut dran. Und haben schon zwei Leute gelesen, die ich kenne. Ich fand es sehr gut. Ich habe von Andreas Winkelmann noch kein Buch gelesen. Hat knapp 400 Seiten, also ist jetzt nicht so mega dick und wahrscheinlich als Thriller und Page-Turner auch etwas leichter weggelesen als andere Bücher. Und von daher werde ich das vielleicht nicht diesen Monat, aber irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich angehen. Kommen wir zu Liebeslänglich von Susanne Mischke. Auf dem Cover ist einfach nur eine Dame vor schwarzem Hintergrund. Susanne Mischke ist eine Lokalautorin aus Hannover, das heißt, sie schreibt Hannover-Krimis. Ich habe schon einen von ihr gelesen, der war ganz gut. Also jetzt nicht überragend, aber so ein bisschen Lokal-Stadt-Krimi, wenn man so ein paar Orte kennt. Ich hatte jetzt ein paar Jahre in Hannover gewohnt und von daher ist es immer wieder schön, da so ein Buch, wenn man wohnt oder nicht mehr da wohnt, einfach in ein Buch dort zurückzukehren, ein paar Schauplätze zu kennen und sowas alles. Der Klappentext lautet: Einen Mörder zu lieben kann tödlich sein. Eigentlich entscheidet Mathilde nie aus dem Bauch heraus, aber diesmal ist sie rettungslos verliebt in einen zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder. Allzu rasch gibt sie ihm ihr Ja-Wort, weil sie glaubt, dass er der Richtige ist, bis er plötzlich vor der Tür steht. Susanne Mischkes Kriminalroman ist originell und psychologisch packend zugleich. Sie schickt den Leser mit Mathilde auf eine Gefühlsachterbahn, wo Liebe sich in tiefen Hass verwandelt und hinter Leidenschaft eiskaltes Kalkül zum Vorschein kommt. Es gibt so viele Schauplätze in Hannover in diesem Buch gibt, wenn das mit sozusagen einem der Charaktere im Knast ist, muss man natürlich schauen. Aber ich fand auch das Wortspiel mit Liebe und lebenslänglich zu lebenslänglich auf dem Cover ganz cool. Und es ist auch relativ dünn, also knapp 300 Seiten kann man wirklich hoffentlich gut weglesen. Dann kommen wir zum vorletzten Buch heute. Und zwar von Nele Neuhaus, Schneewittchen muss sterben. Bin ich schon oft drüber gestolpert, habe ich wie zwei der anderen Bücher aus diesen Neuzugängen von meinen Eltern mitgenommen. Also quasi, wir tauschen ab und zu ein paar Bücher hin und her. Und ja, die lesen auch meistens Krimis und Thriller. Und das hier ist hier ein Kriminalroman, also ein Krimi. Nele Neuhaus, also ich kenne man, ich habe von ihr, aber soweit ich weiß, noch kein Buch gelesen. Dieser Monat ist irgendwie so ein bisschen der, ich lese Autoren, die ich mal lesen wollte, aber noch nicht gelesen habe, aber den Bücher ich zu Hause habe, Monat.
Also dieser Monat im Sinne von Neuzugängen, nicht, dass ich das alles lese, ne? Ihr wisst schon. Von daher fangen wir an mit einem Cover. Relativ unspektakulär, ein Hahn auf dem Dach und ein paar Bluttropfen, deswegen direkt zum Klappentext. Im Zweifel gegen den Angeklagten. An einem düsteren Novembertag finden Bauarbeiter auf dem stillgelegten Flugplatz der US Army in Ashburn ein menschliches Skelett. Nur wenig später wird eine Frau von einer Brücke auf die Straße gestoßen. Die Ermittlungen führen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein in die Vergangenheit. Vor vielen Jahren verschwanden in einem kleinen Taunusort Altenheim zwei Mädchen. Ein Indizienprozess brachte den mutmaßlichen Täter hinter Gitter. Nun ist er in seinen Heimatort zurückgekehrt. Als erneut ein Mädchen vermisst wird, beginnt im Dorf eine Hexenjagd. Okay, wir haben ja also einen Fall von zunächst ein Wortspiel in der Überschrift des Klappentextes, im Zweifel gegen den Angeklagten, das ist das Sprichwort für den Angeklagten konkret. Und wir haben hier eine Art ja, Lynchjagd, würde ich fast sagen, ne? So ein bisschen. Also anscheinend ist ja ein mutmaßlicher schon mal was gemacht habender Mann direkt als neuer Täter ins Auge gefasst von einer ganzen Stadt, obwohl es noch nicht klar ist, ob das denn möglich ist. Wieder Neues habe ich in meinen Büchern hier. Ich glaube, oder ich meine, dass diese Reihe hier Pierre Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Ich glaube, das ist glaube ich eine Reihe. Zwar müsste es dann mehrere da geben. Das Buch ist von 2010. Ich check dann immer, ob ich auch den ersten Band habe. Wenn es jetzt zum Beispiel der zweite oder dritte ist, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, dann versuche ich immer möglichst am Anfang anzufangen. Und deswegen wird das wahrscheinlich noch bei dem Regal stehen, bis ich zu dieser Reihe und dann auch zu diesem Buch in dieser Reihe komme. Ja, aber Nele Neuhaus, wer es noch nicht hat oder wer sie noch nicht kennt, kann man sich gerne mal angucken. Ich, wie gesagt, habe noch auch noch sozusagen mein erstes Kennenlernen mit einem Nele Neuhaus-Buch vor mir. Dann kommen wir zum letzten Buch und zwar Tess Gerritsen Abendruh. So sieht das aus. Ist ein aufgehängter Vogel, würde ich sagen, ne? Abendruh. Ja. Und Tess Gerritsen ist im Bereich Krimi-Thriller, Air-Thriller, glaube ich, auch ein Name. Ich habe auch noch zwei, drei weitere Bücher von ihm stehen. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen. Wie gesagt, das ist irgendwie so der Monat der neuen Bücher von Autoren, die ich immer mal lesen wollte, aber noch nicht gelesen habe. Und wir fangen an mit dem Klappentext. Vor diesem Killer ist man nirgends sicher. Wie würden sie ihre Lieben schützen? Sie sind die einzigen Überlebenden schrecklicher Familientragödien. Erst wurden ihre Eltern, dann obendrein ihre Pflegeeltern, brutal ermordet. In Abendruh, einem Internat in der Abgeschiedenheit meines, sollen sie ihre Sicherheit wiedergewinnen und in ein normales Leben zurückfinden. Doch obwohl die Schule hermetisch gesichert ist, kommt es zu höchst beunruhigenden Vorfällen und drei Jugendliche bangen um ihr Leben. Maura Isis, die eine persönliche Verbindung zu Abendruh hat, ist vor Ort, als die Bedrohung eskaliert. Da ist auch ein Zitat von Lee Child auf dem Klappen, also auf der Rückseite des Buches, wo er sagt, spannender oder cleverer kann Spannungsliteratur nicht werden. Ja, bin gespannt. Ist jetzt knapp 400 Seiten, ist auch nicht so mega dick und ich denke, ist halt wie ein so andere Bücher heute auch schon so ein bisschen Page-Turner, Weglese-Thriller. Werde ich nicht direkt, aber irgendwann angehen. Und genau, falls ihr eines dieser Bücher gelesen habt, sagt mir noch mal Bescheid, wie ihr es fandet oder ob ich irgendwas präferieren soll in der Reihenfolge, in der ich diese Bücher lese. Und ich hoffe, die Neuzugänge haben euch gefallen. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Tipp oder Autor, den ich mir mal anschauen könnte. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.